Herzlich willkommen beim FC Stammtisch. Ja, herzlich willkommen, wie gesagt, hier im Gaffel am Dom, Ihnen auch an den Bildschirmen. Wir reden heute wieder über den ersten FC Köln. Wir freuen uns natürlich, dass der FC Stammtisch weiter on air ist. Und das haben wir vielen neuen Partnern zu verdanken, unter anderem dem Express, aber auch Center TV, selbstverständlich auch JustFit und Erima und Sparhandy. Jetzt habe ich, glaube ich, alle erwähnt. Ohne die wäre es wahrscheinlich ein bisschen eng geworden. So, jetzt reden wir aber über den ersten FC Köln. Und da stelle ich erstmal unsere Gäste vor. Wir freuen uns, dass er heute hier ist, ein neues Juwel am FC-Himmel. Yannick Gerhardt ist bei uns. Herzlich willkommen. Ein Juwel ist er jetzt vielleicht nicht, sondern ein Edelstein am Express-Medienhimmel. Er ist seit Jahren bereits beim Express als Redakteur dabei, kennt den Verein, kann man fast schon sagen, in- und auswendig, zumindest von der Medienposition aus. Alexander Haubrich vom Express. Herzlich willkommen. Dann haben wir heute wieder einen Fan dabei. Ich denke, das ist das Wichtige hier. Der Fan diskutiert in dieser Runde so gut wie immer mit. Und das ist heute ein ganz besonderer Fan. Ihr werdet gleich erfahren, warum ich das sage. Das ist der Klaus Rieser. Herzlich willkommen, Klaus. So, und Klaus, du bist ja auch Stammgast hier bei uns im Gaffel am Dom. Und deswegen bist du heute auch als Erster dran. Ganz einfach aus Fansicht. Der FC, das haben wir alle leider ertragen müssen, hat 1-0 gegen Paderborn verloren. Und du wirst uns jetzt erklären, warum das passiert ist. Ja, wunderbar. Tipp, dass sie einen scheiß Fußball gespielt haben, die Jungs beim FC. Ja, kann man nicht schlagen. Das ist das erste Spiel. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Wir sind weiter Spitzenreiter. Und jetzt muss man eigentlich mit einer gestärkten Brust nach Sandhausen düsen. Also zur Erklärung, viele haben es bereits gemerkt, er kommt nicht aus diesem Kulturkreis. Ja. Aber vielleicht kannst du uns das kurz erklären, wie es dich aus Bayern vermutlich mal nach Köln geschlagen hat. Ja, wie man da FC-Fan werden kann. Als Sechsjähriger, ich habe selber Fußball gespielt, auch ein bisschen hochklassig, und war mein Vorbild der Heinz Flohe, so mit 6, 7 Jahren. Und alle meine Kumpels haben ja leider Bayern München-Fans gewesen und da überhaupt keine Lust mehr gehabt auf so einen Riss. Und dann habe ich gesagt, ich werde der Flohe, wo spielt der? Schauen, FC, ja wunderbar. Und dann hat sich das so ergeben, ja. Ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, ja. Okay. Und, ja. Du hast ein bisschen diffiziler drauf geschaut. Du hast natürlich auch im Express schon deine Gründe genannt, woran es gelegen hat. Jetzt noch ein bisschen mehr nachdenken, vielleicht auch heute mit ein bisschen mehr Zeit. Was hat der FC da falsch gemacht? Einerseits war ganz unerklärliche Schläfrigkeit, vor allem in den ersten 45 Minuten, die der FC dann an den Tag gelegt hat. Sie sind allerdings auch auf einen extrem cleveren Gegner getroffen, der die Räume brutal eng gemacht hat. Und irgendwie hat der FC nie ein Mittel gefunden, das Passspiel, was er sonst auch in Düsseldorf noch so stark gemacht hat, aufzuziehen. Und dann kriegst du so ein abgefälschtes Ding, das macht dann nicht wirklich einfacher. Und am Ende stehst du da und fragst dich, warum du verloren hast. So richtig wissen sie wahrscheinlich selber nicht, aber es hat viel damit zu tun, dass man vielleicht einen Schritt weniger gegangen ist, einen Schritt weniger gelaufen ist, ein bisschen weniger auf den Mitspieler eingegangen ist, hat man das Gefühl gehabt. Also gerade so diese erste 45 Minuten war dieses ganze Offensivspiel weg und man fragte sich, warum. Aber jetzt kann der Yannick vielleicht am besten beantworten, warum das nicht selber. Genau, deswegen habe ich mir zum Schluss aufgespart, weil er erstens hören kann, was ihr dazu gesagt habt und auf der anderen Seite natürlich jetzt auch schon die Analyse hinter sich hat im Trainerteam, vermute ich mal. Ihr habt das Spiel sicher ausgewertet. Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Also wir werden jetzt erstmal in den nächsten Tagen noch vermehrt auf das Spiel eingehen. Heute war eher so der Fokus darauf, dass wir auslaufen und die Spieler, die nicht so viel gespielt haben, haben halt das Spielersatztraining hinter sich. Und ja, für einen Spieler ist auch so nach den paar Tagen jetzt schwer zu erklären. Irgendwie konnte kein Spieler wirklich an seine Leistungsgrenze gehen. Ich denke nicht, dass es irgendwie eine Frage der Motivation war oder so, oder dass wir einen Gegner unterschätzt haben. Es ist wirklich schwer. Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Die Paderborner haben uns das Leben echt schwer gemacht. Die haben clever gespielt, haben sich nicht nur hinten reingestellt, sondern auch selber offensiv gegen uns gespielt. Und wir haben leider immer in den entscheidenden Phasen dann irgendwie den letzten Pass nicht an den Mann gebracht oder den entscheidenden Zweikampf verloren. Und so verliert man dann halt auch ein Spiel gegen Paderborn, wo wir dann auch sehen, wenn nicht jeder seine Leistungsgrenze abrufen kann, dass wir da in der zweiten Liga gegen jeden Gegner Schwierigkeiten haben. Und das ist auf jeden Fall jetzt ein Warnzeichen für uns Spieler. Das ist auch auf der einen Seite dann gut, dass es jetzt direkt am Anfang war, dass wir direkt Bescheid wissen, dass das auf keinen Fall ein Selbstläufer wird. Und
Ich hoffe einfach, dass wir jetzt in den nächsten Wochen wieder die Spiele erfolgreicher gestalten können. Merkt man das als Spieler, wenn man so mitten im Spiel ist, oh, hier läuft was nicht? Also ich müsste jetzt eigentlich irgendwas tun und verfällt man auch schon mal in Aktionismus. Wie empfindest du das dann für dich persönlich? Ja, also natürlich merkt man das als Spieler, wenn der Gegner irgendwie immer selbstbewusster auftritt, sich Chancen herausspielt und wir als Mannschaft irgendwie keine Mittel finden, dagegen anzukämpfen. Und da sind dann auch meistens so Leader-Typen in unserer Mannschaft gefragt, die dann da vorangehen müssen. Und leider haben wir das in diesem Spiel nicht geschafft. Aber ich denke, dass wir auch gerade gegen Düsseldorf gezeigt haben, dass wir diese Charakterstärke eigentlich im Team besitzen. Wir sind nach... Ich unterbrechen darf noch mal Danke für dieses Weihnachtsgeschenk. Also in Düsseldorf zu gewinnen. Aber gerade in diesem Spiel hat man einfach den Charakter der Mannschaft gesehen. Wir sind früh in der Partie 2-0 in Führung gegangen und sind dann auswärts in Düsseldorf, haben wir auf einmal 2 Gegentore bekommen und trotzdem konnten wir das Spiel dann noch für uns entscheiden. Und von daher denke ich, dass wir schon bewiesen haben, dass wir auch Rückschläge verkraften können oder auch mal Spiele gewinnen können, wenn es nicht so gut für uns läuft. Und das gibt uns auf jeden Fall jetzt auch den Mut für die nächsten Spiele. Okay, jetzt hast du das natürlich auch beobachtet und im Prinzip ging es vielen so ähnlich im Stadion, so dass man im Prinzip nach 10 Minuten schon wusste, da stimmt was nicht. Und manche sagen, die Einstellung hat nicht gepasst. Er sagt gerade nein, die Motivation war da. Wie hast du es aufgefasst? Ich finde, dass sie einfach schwer getan haben gegen Paderborn, nehme ich an. Die gut waren, muss man ja auch sagen. Ja, die waren gut, richtig. Das war in Paderborn, war es auch schon das Spiel so. Da war Paderborn also auch nicht schlecht und... Die haben jetzt auch nicht unbedingt gewonnen. Natürlich, wenn der unser Neuzugang, der Finne, der muss 2 Tore machen, von dem abgesehen. Also einen von Dava machen. Ja, ganz klar. Den kann auch reingehen, ne? Richtig, und dann schaut die Sache anders aus. Aber ich glaube, der FC hat sich schwer getan, nach 20, 25 Minuten, dass nur 0-0 steht und Paderborn immer ein bisschen Spul gekommen ist. Auch im Mittelfeldmäßig und so. Und die Frage ist halt, wie sehr kann das so eine selbsterfüllende Prophezeiung sein? Ihr habt den ganzen Winter gesagt, so, wir müssen aufpassen, da kommt ein guter Gegner und dann läuft es nicht, dann schickt der Trainer nach 23 Minuten die Auswechselspieler da raus und irgendwie schien mir diese Blockade immer größer zu werden, ob man sich die so ein bisschen selbst eingeredet hat. Kann sowas passieren? Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten. So, irgendwie waren zu viele Spieler, also wir hatten als Mannschaft einfach zu viele dabei, und mich eingeschlossen, die an diesem Tag nicht so ihr Maximum irgendwie abrufen konnten. Und dann merkt man halt, wenn ein paar Spieler, die normal so auch sehr wichtig für den Spielaufbau sind, zum Beispiel ich, die dann das Spiel jetzt nicht vorantragen können, dass wir dann auch Schwierigkeiten haben. Und da haben wir halt leider nicht so genügend Möglichkeiten gefunden, da den Ball auch mal in der Offensive zu zirkulieren und haben uns dann auch wenig Chancen herausgespielt. Das ist ja dann auch auffällig gewesen, dass der Trainer hat es ja hinterher auch gesagt, er hätte im Prinzip, ja, mehrere Leute hätten sich angeboten zur Auswechslung. Dich hat es jetzt leider getroffen. War das deine erste Option gewesen oder hätte man auch vielleicht anders wechseln können? Oder waren einfach so viele mehr oder weniger unter ihrem Niveau, dass es eigentlich fast schon wurscht war? Ich hätte das erst in Rüssi ausgewechselt, muss ich sagen. Es war für mich der schlechteste Mann auf dem Platz am Sonntag, definitiv. War meine Meinung. Ich habe Stöger auch gesagt, dass ich überrascht war, dass er den Janik rausgenommen hat. Also den anderen Wechsel habe ich verstanden. Aber er hat nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, im Grunde war es austauschbar, weil du hättest 6 Leute auswechseln können. Er hat gesagt, 2, damit ich noch einen in der Hinterhand habe, was ja gut war nachher wegen Bretschko, der Verletzung. Aber gut, man kann drüber diskutieren, sicher, aber... das stimmt. Aber er hatte eine Idee gehabt mit Bart Finne, die gar nicht so schlecht funktioniert hat. Immerhin hat der Bart ein paar Chancen gehabt. Wenn er eine von denen reinmacht, ist in Ordnung. Wie gesagt, ich hätte den Janik nicht rausgenommen, aber der Janik weiß sicher auch, dass er nicht seine beste Leistung war und dass man ihn durchaus auswechseln kann. So. Und deshalb. Ja. Aber ich war ein bisschen überrascht, dass er gleich später dann noch den zweiten Neuen gebracht hat, 2 komplett neue Spieler gebracht hat, die ja auch erstmal diese Luft erstmal schnuppern müssen. Also, das fand ich ein bisschen überraschend, auch mutig. Also. 2 Sachen dazu zu sagen. Das war erst das zweite Mal, dass er zur Pause 2 Spieler rausgewechselt hat. Das erste Mal war Düsseldorf am zweiten Spieltag. Da muss Stöger schon sehr, sehr unzufrieden sein, um 2 Spieler zur Pause zu wechseln. Also das ist schon ein deutliches Zeichen. Dass er die beiden Neuen bringt, hätte ich auch nicht gedacht, gerade weil Ex-Lager auch immer gelobt wurde im Trainingslager.
Bei Finne sage ich, das hat ganz gut funktioniert. Bei Nagasawa muss ich. Ich habe bei dem das Gefühl, dass er noch ein paar Wochen braucht, um anzukommen. Aber auf deiner Seite hat er sich schön reingehauen und alles versucht. Also dem jungen Vorwurf machen kann man sicher nicht. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Paderborn sehr viel gelaufen ist. Merkt man das eigentlich als Spieler auf dem Platz? Hey, irgendwie, die laufen wie die Hasen. Oder spürt man das so ein bisschen? 5 Kilometer mehr als Mannschaft. Also kann man sagen, einen halben Kilometer pro Mann. Ja, also wir haben das auf jeden Fall auch auf dem Platz gespürt. Wenn wir den Ball mal hatten, waren meistens 1-2 Spieler direkt auf unseren Füßen. Und wie ich eben schon gesagt habe, haben die uns das Leben wirklich sehr schwer gemacht, haben sehr aggressiv gegen uns auch gespielt und versucht, unser Spiel halt zu zerstören. Und das ist ihnen ja am Ende dann auch gelungen und konnten halt auch selber dann immer offensive Nadelstiche setzen. Und an diesem Tag haben sie dann wirklich dann auch das erfolgreich gemacht. Also das Gefühl, dieser Ziegler ist allein 50 Kilometer gelaufen, ne? Der ist immer hin und her und so, aber also da haben sie gut gemacht. Ja gut, wie gesagt, wir haben ja eben schon anerkannt, dass der Gegner auf jeden Fall da seinen Teil so beigetragen hat, leider. Dann geht auch dieser abgefälschte Ball rein. Meinst du, Klaus, einen guten Tag hat der Timo denn auch, ne? Oder muss man jetzt auch nicht tief drauf eingehen? Muss man nicht drauf reingehen, also normal heute noch. Ja, definitiv. Es gibt Tage, wo er ihn ausholt. Aber das gut. War einfach ein scheiß Talk vom FC. Ja. Das passt da. Was lernt man aus so einer Niederlage? Ja, also ich hoffe nur, dass uns das nicht mehr so oft passieren wird. Wir haben jetzt. Kann man immer mal, ja, aber klar. Die Art und Weise. Ja. Ja, also das Positive ist einfach, dass wir an dem Tag, wo wir wirklich kein gutes Spiel gemacht haben, trotzdem mit ein bisschen Glück vielleicht das Spiel noch unentschieden spielen, wenn wir die Chancen, die wir hatten, dann noch nutzen. Und das zeigt uns einfach, dass unsere Qualität in der Mannschaft sehr hoch ist, aber wir trotzdem diese von Spiel zu Spiel immer abrufen müssen, um dann den Gegner auch verdient zu besiegen, sage ich mal. Und diese Niederlage jetzt direkt am Anfang gilt halt dann einfach nur als Warnschuss, hoffe ich, für jeden, dass wir auf keinen Fall schon aufgestiegen sind, sondern jetzt noch 14 Spiele vor der Brust haben und die dann so erfolgreich wie möglich bestreiten können. Ja. Er hat gestern gesagt, dass es ihm gar nicht so unrecht war, dass es nicht 1-1 ausgegangen ist, weil damit jeder auf den Schuss jetzt gehört hat. Das kann sicher auch lehrsam sein, weil nächster Gegner, also 1000 hört sich einfach an, aber die sind, glaube ich, drittbeste Heimmannschaft. Die haben sogar einen Punkt mehr als ihr zu Hause geholt. Also, kommen wir auch gleich noch drauf. Ja, ja. Aber es wird nicht einfacher. Was sagt denn der Trainer jetzt zu so einem Spiel? Also ich sag mal, du hast eben gesagt, ihr seid noch nicht in der kompletten Analyse. Aber so ein paar erste Worte, habt ihr gemerkt, er ist jetzt sauer oder nach dem Motto so, siehst du, habt doch recht behalten, so in diese Richtung oder? Nee, also er hat uns ja direkt schon nach dem Spiel auch gesagt, dass er von uns als Mannschaft in diesem Spiel halt enttäuscht war, aber das war jetzt auch nur ein Spiel. Wir wollen das Spiel jetzt schnell abhaken, haben jetzt noch die ganze Woche vor uns, uns wieder dieses nötige Selbstvertrauen auch zu holen. Und er sieht das dann auch sehr optimistisch, dass wir dann in Sandhausen auch wieder die 3 Punkte holen können. Ja, wie gesagt, wir reden ja hier von einer wirklich guten Saison. Ihr seid ja immer noch nicht umsonst, immer noch Erster. Trotzdem wollte man natürlich auch dieses Spiel nicht komplett totschweigen. Wir sind ja dafür da, das aufzuarbeiten. Wir wissen schon, wir haben schon gesehen, was ihr bisher geleistet habt. Du hast jetzt auch Finne und Nagasawa das erste Mal richtig gesehen. Ja. Also wirklich im Echtbetrieb, sage ich mal. Wie gefallen die dir? Ja, der Finne ist, muss ich sagen, den finde ich gut. Beim Japaner, wo der Kollege gesagt hat, also, ja, der braucht mit Sicherheit noch ein paar Wochen, aber ich glaube, dass er also auch zu einer Verstärkung werden kann vom FC. Also, spürt ihr das auch schon, dass da noch ein bisschen mehr Qualität dazugekommen ist, also dass in der Breite jetzt noch mehr Optionen da sind? Ja klar, die beiden trainieren jetzt schon seit dem Wintertrainingslager mit uns mit. Und man merkt auch, je öfter sie dann auch mit uns trainieren, desto selbstbewusster werden sie. Das habe ich ja auch bei mir selber gemerkt, wie das ist, wenn man erstmal neu in der Mannschaft ist. Und von daher sind das zwei Spieler mit wirklich hohem Entwicklungspotenzial. Und ich hoffe, dass sie das dann auch so schnell wie möglich abrufen können. Ja, sah nicht schlecht aus von den Ansätzen. Du hast ja schon, ich will jetzt nicht vorgreifen, weil wir gleich noch über das Trainingslager sprechen, aber du hast sie schon ein bisschen beobachten können. Hast du das Gefühl, dass sie jetzt schon so weit sind, Finne zum Beispiel in diesem Spiel, in diesem Bereich schon helfen zu können? Also in dieser Phase der Meisterschaft. Ja, also klar muss der 2 machen, aber auf der anderen Seite, er hat auch 2 Chancen, die hat kein anderer gehabt. Ne? Also kein Helmes, kein Utscha, kein sonst wer. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Also der kam dahin. Und heute habe ich gesehen, hat er noch eine halbe Stunde am Training Schüsse aus der Drehung geübt, die halt da nicht geklappt haben. Also ich glaube, die eine Chance war ja so ein Drehungsschuss, hat er mit dem Assistenztrainer noch geübt. Nein, also ich glaube, sicher, dass die eine Überraschung sein können auf Strecke halt. Ne? Also aber die
Das sind auch junge Spieler, der Bauch ist 18, ich glaube, Nagasawa ist 92 und 95. Genau. Und der kommt von der japanischen Universität, hat überhaupt kein Profi-Dasein bisher gehabt. Dann ist ja klar, dass er jetzt nach 3 Wochen hier zweite Liga Spitze also so mitmischen kann. Aber der hat auch Qualität, der hängt sich rein, der sogar auf der Bühne, glaube ich, bei seinem Gangnam Style Begrüßungslied hat er sich gut reingehangen. Der findet sich auch gut ein und ist, glaube ich, schon Teil der Mannschaft so richtig. Und von daher kann man von denen schon noch was erwarten, ja. Deine Auswechslung, sag mal, hast du schon auf dem Weg zur Kabine die Sorgen gemacht, es könnte mich erwischen? Ja, also man hat ja auch, wir Spieler haben gemerkt, dass der Trainer schon früh die Spieler zum Warmmachen geschickt hat. Und, das registriert man auch. Ja, auf jeden Fall. Und wir wussten halt alle auch, dass wir kein gutes Spiel gemacht haben. Von daher stellt man sich dann natürlich darauf ein, dass man jetzt ausgewechselt werden könnte. Aber genauso habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, wie ich mein Spiel jetzt noch verbessern kann in der zweiten Halbzeit. Also ich hatte da schon noch meine Gedanken, wie ich jetzt mein Spiel verbessern kann und wie wir das Spiel dann noch gewinnen können. Spricht der Trainer anschließend das mit jemandem, warum er jemanden ausgewechselt hat, oder muss er das ja gar nicht tun? Nein, der Trainer muss sich vor keinem rechtfertigen. Das ist seine Entscheidung und wir haben ihm wirklich diese Entscheidung ja nicht wirklich schwer gemacht. Ja, kann ich jetzt nicht widersprechen. Von daher war er gezwungen, im Spiel irgendwas zu verändern. Das hat mich getroffen. Das war natürlich für mich persönlich bitter, in der Halbzeit ausgewechselt zu werden. Das will man natürlich nicht. Aber für mich gilt es jetzt einfach nur, wieder in der Woche Gas zu geben, mich dem Trainer anzubieten. Und dann hoffe ich, dass ich am Sonntag wieder meine Chance erhalte. Ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht. Schauen wir mal. Letzte Frage für diesen ersten Gesprächsblock. Glaubt ihr, dass diese Winterpause jetzt, wo es ja sehr, sehr viel auch mediales Lob gab, auch überregional, dann wurden auch noch die Testspiele gewonnen, was die wert sind. Gut, sehen wir jetzt auch an Schalke, die jetzt 3-mal gewonnen haben. Ich sag mal, hat das vielleicht 3-4% vielleicht auch nur im Unterbewusstsein euch auch ein bisschen so gedacht, ja, klappt schon, dass es in diese Richtung geht, ja, also, unterbewusst? Also erstmal, vor der Winterpause haben wir die letzten 4 Spiele gewonnen. Wäre die Saison jetzt da noch weitergegangen, hätten wir vielleicht den Schwung noch mitnehmen können. Deswegen wurden wir in der Phase schon ein bisschen unterbrochen. Aber wie Sie schon gesagt haben, war auch für mich jetzt in der Winterpause medial sehr viel. Ich wurde oft thematisiert und auch oft positiv dargestellt, aber ich habe trotzdem immer versucht, so auf dem Boden zu bleiben, mir vor Augen zu führen, was ich kann und wo ich mich noch verbessern muss. Und wie ich eben schon gesagt habe, denke ich nicht, dass es irgendwie eine Sache der Motivation oder der Einstellung war, dass wir den Gegner unterschätzt hätten, sondern irgendwie an dem Tag haben leider zu viele Spieler ihre Tagesform nicht abgerufen und dann hat man noch Schwierigkeiten gegen Paderborn. Weißt du was, wir machen jetzt einen Haken an das Spiel. Also wenn ihr jetzt dann draußen dann wieder 3-0 gewinnen, dann ist alles okay. Damit würde ich sagen, ist das auch eine wunderbare Überleitung für unsere Pause. Wir gehen nämlich jetzt in diese und sehen uns dann anschließend wieder. Reden weiter bei Yannick Gerhardt, weiter bei den ersten FC Köln. Ist in der Winterpause einiges passiert. Verträge sind verlängert worden, manche sind gar nicht mehr da. Machen wir gleich. Also bis später. Willkommen zurück beim FC Stammtisch. Ich denke, die letzten Wochen sollten wir vielleicht auch mal Revue passieren lassen nach dem Sieg in Düsseldorf, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Wir haben ja in Düsseldorf gewonnen. War erstens Weihnachten und dann natürlich dann auch die Winterpause und vor allen Dingen Trainingslager, Vorbereitung und so weiter. Und da würde mich mal interessieren, wir haben uns eben schon kurz abgestimmt, es war ja nicht die allererste Wintervorbereitung für dich bei den Profis, du warst ja auch letztes Jahr schon dabei, aber diesmal wirklich als, ich sag mal in Anführungsstrichen, echter Profi, der dann auch wirklich schon Einsätze hatte. Wie hast du es empfunden? Wie ist die Zeit gelaufen? Hast du irgendwie gemerkt, dass dir das körperlich was bringt, dass du noch fitter wirst oder... Erklär uns das mal, uns nichts ahnenden Biertrinker. Ja, also für mich war es ja, wie du schon gesagt hast, das zweite Mal im Trainingslager in Belek. Und ich habe es wieder sehr genossen. Ich bin diesmal so in einer anderen Rolle zurückgekehrt. Vorher war ich Jugendspieler und so das erste Mal dabei. Da war ich auch viel schüchterner, zurückhaltender. Im Training habe ich mich auch nicht so viel getraut. Und jetzt merkt man auch so, dass ich
halt jetzt auch den jüngeren Spielern geholfen, mehr geholfen habe, wie zum Beispiel André Wallenborn oder Jannis Nicolaou, die auch zum ersten Mal dabei waren. Und ich wollte zum einen ihn halt den Einstieg erleichtern, weil er mir halt auch so leicht gefallen ist. Und natürlich, das Trainingslager ist immer eine Zeit, wo man zum einen die konditionellen Gesichtspunkte hat. Man muss halt mehrere Läufe bewältigen, die uns Spielern nicht so viel Spaß machen, aber die gehören die dazu. Ja, die da muss man auch mal über den inneren Schweinehund gehen, aber das kommt einem dann im Laufe der Saison auch zugute. Und als wir das dann abgeschlossen haben, mehr oder weniger, wurden auch mehr auf die Spielform geachtet. Wir haben mehr im taktischen Bereich gearbeitet und man ist einfach mit der Mannschaft rund um die Uhr zusammen und das schweißt auch so die Spieler zusammen. Man lernt den Menschen auch mal besser kennen und von daher finde ich so ein Trainingslager auch immer eine runde Sache, weil wir alle näher kommen. Das ist also schon ein großer Unterschied zu dem normalen Ablauf, der halt dann immer darin besteht, normales Training, Geisbockheim, irgendwann nach Hause und da macht man auch, glaube ich, ist man ja nicht so oft aufeinander, sage ich mal. Ja, man merkt das auf jeden Fall, dass man da 24 Stunden immer auf den Zimmern hockt, meistens dann noch zusammen Playstation spielt oder was weiß ich und irgendwann reicht es dann auch. Diese 9 Tage waren auch anstrengend, dann ist man auch mal froh, wenn man wieder ein bisschen Zeit für sich alleine hat, aber auf jeden Fall in den 9 Tagen haben wir als Mannschaft sehr gut gearbeitet und leider konnten wir das jetzt am Wochenende nicht zeigen. Okay, die Basis ist aber gelegt. Ja. Und Alex, du warst ja jetzt auch dabei und du hast ja schon, glaube ich, schon so manche Trainingslager miterlebt. Jetzt in Bielek hast du ja dann auch, glaube ich, die ganze Zeit warst du da. Ja. Wie hast du den FC da empfunden, auch im Verhältnis zu früheren Aufenthalten in anderen Lagern? Sehr viel. Man hat schon den Eindruck, die Truppe hat Spaß zusammen, da passt viel zusammen. Also das ist keine Ansammlung von Egomanen mehr, wie, sag ich mal, das ist noch gar nicht so lange her, wo wirklich viele Ein-Mann-Torpedos, die alle über 30 waren, alle dachten, sie hätten 500 Länderspiele und wären die tollsten. So, und das ist halt schon anders jetzt. Ne? Also ihr habt eine junge Truppe, ihr habt, wie gesagt, also allein dieses Video, wo ihr da Playstation spielt, du ja gegen Exlager verlierst, kurios, bittererweise. Nein, aber man sieht, die Jungs haben Spaß zusammen, der Tiber muss auch sehr, sehr lustig gewesen sein und dieser Zusammenhalt, den spürte man schon und umso überraschter war man dann am Sonntag, aber wie gesagt, wir wollen ja nicht mehr über Sonntag sprechen, aber haben wir abgehakt. Ja, genau. Also im Grunde war das ein rundes Trainingslager. Wir hatten auch als Medienvertreter hattest du nicht das Gefühl gehabt, du wärst jetzt der, also da wurde auch mit dir, wir haben zum Beispiel super Fotos da am Strand gemacht und so, dann konntest du super miteinander arbeiten. Früher war da auch oft, sag ich mal, alles sehr steif und sehr gezwungen. Nein, und das war ein rundes Trainingslager, denke ich. Also es gab nichts, was jetzt darauf hingedeutet hätte, dass dieser Start so schwierig wird. Wobei halt einfach so ein Neustart nach einer Winterpause ist halt immer ein Neustart. Und da werden die Karten neu gemischt und da musst du dich erstmal finden. Und das kann auch mal passieren, dass der in die Hose geht. Und dann darfst du halt nicht die Nerven verlieren halt. Das hat der FC ja letztes Jahr auch ganz gut geschafft. Klaus, wie ist es bei dir angekommen? Du warst jetzt, glaube ich, du warst aber auch schon mal, glaube ich, bei einem Trainingslager dabei. Nein, verwechsel ich das. Nee. Aber du kriegst das natürlich mit, medial und sonst was, ne? Und jetzt natürlich die Vorbereitungsspiele, die ja eigentlich nicht viel wert sind, wie wir jetzt wissen. Dennoch, wie hast du den FC in dieser Winterpause erlebt? Ja, also, wie gesagt, mein Highlight war so, wie gesagt, in Dummdorf den Sieg machen. Ganz klar, 2 Tage später haben wir dann mit unserem Fanclub noch West Ham United gefahren, haben uns auch analog geschaut. Mhm. Und da denkst du das nicht so über den FC noch, weil es ist Weihnachten, Silvester kommt. Mhm. Und mein letztes Ding war es dann Schalke, wo ich angeschaut habe. Austria Wien war ich leider nicht. Keine Zeit nicht gehabt, aber ich nehme an, dass sie sich mit Sicherheit gut vorbereitet haben in Bielek. Okay. Ich übersetze das mal. Ja. Alles super. Nee, wir haben nicht alle verstanden. Okay. Und für die es nicht verstanden haben, an dem Videotext dafür wird immer noch gearbeitet. Aber wir haben gehört, du bist zufrieden mit deinem FC und hast das mitbekommen. Ja, natürlich. Wobei ich sagen muss, gegen Austria Wien, wenn man ganz ehrlich ist, hat man diese Probleme, die ihr gegen Paderborn gehabt habt, schon gegen Austria ein bisschen gesehen. Also gegen Schalke, da konntet ihr euch hinten reinstellen, kontern, das sah ganz gut aus. Aber gegen die Austria, die selbst so hinten drin standen, hat man schon gesehen, dass dieses
dieser richtige Fluss noch nicht da ist. Und der hat dann auch gegen Paderborn gefehlt, oder sehe ich? Ja, ich denke, gegen Austria Wien war es auch so. Da waren wir gerade aus dem Trainingslager zurück. Wir hatten alle noch müde Beine und diese nötige Frische noch nicht. Und deswegen sah das da vielleicht auch so träge aus. Aber eigentlich fand ich, dass das gegen Paderborn nicht der Grund gewesen ist, dass wir jetzt nicht gelaufen sind oder so. Das passt da einfach nicht. Okay. Man muss auch sagen, die sind zwar 5 Kilometer mehr gelaufen, aber die sind, glaube ich, auch 5 Kilometer mehr als der Rest der zweiten Liga gelaufen, weil die nämlich wahnsinnig gelaufen sind. Also ihr habt gar keine schlechten Werte in dem Spiel gehabt, sondern das war wirklich dieser herausragende Wert, war der Paderborner Wert halt eigentlich. Gut, wie gesagt, Paderborn haben wir ja im Prinzip abgehakt oder zumindest abhaken müssen. Von daher gehen wir doch mal über zu den Dingen, die uns natürlich auch interessieren, gerade was deine Person betrifft. Du hast deinen Vertrag verlängert. Das hat uns alle sehr gefreut. Jetzt gehörst du ja zu einer Riege junger Fußballer, um die sich die Leute ja reißen. Also da gibt es ja viele Vereine, die da wahrscheinlich schon ein Auge auf dich geschmissen haben. Ne? Bleib bloß weg. Aber du hast da ein Zeichen gesetzt. Warum hast du das getan? Warum hast du deinen bestehenden Vertrag noch einmal verlängert bis 2018? Also wenn ich jetzt erstmal zurückblicke, ich habe meinen Vertrag in einem halben Jahr schon 2-mal vorzeitig verlängert. Das ist auf jeden Fall auch eine Wertschätzung der Verantwortlichen mir gegenüber. Aber wenn du so weitermachst, hast du bald einen Rentenvertrag. Ja. Und das ist einfach ein Zeichen für mich gewesen, dass der Verein langfristig mit mir plant. Ich fühle mich hier sehr wohl, habe mir die ganze Jugend schon hier verbracht, spiele schon 10 Jahre bei diesem Verein. Und momentan für einen jungen Spieler ist es eh wichtig, erstmal Spielpraxis zu sammeln. Und die habe ich jetzt in diesem halben Jahr auf jeden Fall bekommen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, den Aufstieg in die erste Bundesliga zu realisieren. Von daher dann als junger Spieler direkt in der ersten Bundesliga Fuß zu fassen, ist dann nochmal eine neue Herausforderung. Von daher für mich ist der 1. FC Köln momentan eine sehr gute Adresse und da denke ich gar nicht über andere Vereine nach. Wenn du diese Langfristigkeit heißt aber auch, dass man daran glaubt, dass der Verein sich auch mittelfristig gut entwickelt. Ne? Also das ist ja auch so ein Vertrauen in den Verein, ja, oder nicht? Ja, also es wurde schon in den letzten Jahren immer mehr kommuniziert, dass der 1. FC Köln vermehrt auf die Jugend setzen wollte. Und als ich dann in der U19 schon ein paar Mal bei den Profis mittrainieren durfte, dann in der U19 mit ins Trainingslager durfte, da wurde mir das auch dann deutlich, dass der 1. FC Köln jetzt einen neuen Schritt wagt. Und jetzt spätestens seit Sommer, wo ich da direkt ins kalte Wasser geworfen wurde, der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat und ich da Profiluft schnuppern durfte, war mir einfach klar, dass der 1. FC Köln wirklich auf junge Spieler setzt. Und ich fühle mich sehr wohl und bin froh, dass ich hier auch so ein Vertrauen genießen darf. Es ist auch wichtig, dass der FC das macht, weil ich stand ja bei diesem einen Spiel dagegen Legia Warschau zufällig neben diesem Fulham-Scout, der dann über ihn sprach und auch über Wimmer sprach, der ja auch inzwischen verlängert hat. Und wenn du natürlich gute Arbeit machst als Verein und auf Platz 1 der zweiten Liga stehst und hast eine Mannschaft, die einen 23-Komma-Durchschnitt hat, ist das Normalste von der Welt, dass die Leute, dass die Scouts, dass die Vereine auf die Spieler gucken. Und da muss man schon ein bisschen den Hut vor den Verantwortlichen ziehen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt zu den Spielern gehen und sagen, hört mal, wir setzen auf euch, setzt du auf uns und wir machen das zusammen. Und da wird sozusagen ein ganz ordentlicher Job gemacht. Das ist ja auch sehr auffällig, Klaus. Wenn ich jetzt mal, du bist ja als Fan, kriegst du ja mit, was da läuft. Sein Vertrag wurde verlängert. Denke ich mal, finde es auch nicht ganz schlecht. Wimmers Vertrag wurde verlängert. Werle wollen wir nicht vergessen. Hat man auch angepasst an die Zeit von Schmadtke. Also im Prinzip das auch nochmal verlängert. Viele Dinge da angegangen worden sind. Auch da muss man sagen, der 1. FC Köln, auf dem richtigen Weg, deiner Meinung nach? Auf jeden Fall. Also ich tippe mir, dass es in den letzten 4 Jahren sehr geändert hat. Also wo ich zu dieser Zeit in Bayern ja gelebt habe noch, da hast du über den 1. FC Köln nicht viel mitgekriegt. Siehst du nur im Kicker, 16. 17. abgestiegen, wunderbar, aufgestiegen wieder, perfekt. Aber warum der FC abgestiegen ist, hast du bei uns in Bayern nicht mitbekommen. Wir haben schon gemerkt. Ja, also wir bei uns nicht. Und das war immer schlimm für mich. Warum steigt so ein Verein wie der FC in die zweite Liga ab? Das habe ich nie verstanden. Und jetzt, wenn du also auch in Köln wohnst, ich bin jetzt seit 4 Jahren in Köln, und du liest einen Express oder einen Kölner Stadtanzeiger, dann versteht man auch, warum der FC seinerzeit einmal abgestiegen ist. Das,
passiert jetzt momentan in Hamburg. Ich glaube, dass die genau das gleiche Problem haben wie der FC vor. Nach Hamburg weiter. Ganz genau. Ja, und da, wobei die Zustände da selbst ein FC-Reporter in heilloses Staunen versetzen. Also richtig. Und beim HSV wird mit Sicherheit im Juni die Uhr abgeschaltet. Ja. Definitiv. Okay, also, zum Glück haben wir das ja hinter uns. Also von daher kann es ja bei uns noch bergauf gehen. Ich meine, da kommen ja noch so andere Dinge. Ich bleibe mal bei dir. Auch die sogenannten alten Namen, die liest man demnächst nicht mehr. Novakovic ist jetzt endgültig weg. Das hat man auch eigentlich relativ smart gelöst. Bei Adelci ist es halt eine andere Geschichte. Der bleibt auch noch bis zum Sommer erhalten auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, ist eigentlich bezeichnend, dass dann so. Bei allen Verdiensten, die hatten, muss man ja auch mal ganz klar sagen, die hatten ja beide Verdienste. Das Verdienste gehabt haben. Ja, Verdienst hat bei mir ein McKenna, muss ich sagen, hat einen Verdienst gemacht für den FC. Also, ja. Novakovic, über den kann man schimpfen, wer will, der hat. Adichie hat es gemeint. Ja, gut, Nova muss man wirklich sagen, also das ist jetzt, ob man ein Freund von dem ist oder nicht, aber der hat seine Verdienste an dem Verein, der hat den drei Jahre in der Bundesliga gehalten. Da gibt's Novakovic, definitiv. Also, der hat, dass man sich jetzt am Ende trennen musste auch, ist völlig in Ordnung. Das ist von beiden Seiten und da wird jetzt auch, ja, wie man sieht, der wäscht jetzt auch keine schmutzige Wäsche. Also kann man ihm auch keinen großen. Wenn ich den Vertrag von ihm gehabt hätte, hätte ich auch nicht gesagt, ich verzichte auf 2 Millionen und gehe dann freiwillig. Also warum soll er dazu? Der ist Profifußballer. Den Vertrag, den man ihm vorwerft. Aber auch das, wenn du das, Janik, dann komme ich wieder zu dir. Das ist jetzt neben all den anderen Perspektiven ja auch nicht ganz unwichtig für dich, dass da andere Leute bleiben, so ein Wimmer oder wie auch immer, und dann einige Dinge neu strukturiert werden. Du hast es ja eben schon angesetzt. Also, aber auch, dass diese Verantwortlichen auch bleiben, die jetzt gerade die Hand am Ruder haben. Also da fühlst du dich wohl. Ja, also wie ich eben schon gesagt habe, so früher wurde halt oft immer gesagt, wir wollen jetzt vermehrt auf die Jugend setzen, aber wirklich Spieler eingesetzt oder ihnen mal das Vertrauen auch über mehrere Spiele geschenkt, wurde nicht. Und von daher bin ich einfach froh, jetzt unter dieser Geschäftsführung und auch unter dem Trainer spielen zu dürfen und da meine Einsatzzeiten zu genießen. Wer hat dir denn am meisten geholfen bei dieser, muss ein Riesensprung sein, von der Jugend zu den Profis zu kommen. Bei dir hatte man von außen das Gefühl, dass der Sprung überhaupt nicht groß war. Du bist relativ schnell aufgefallen. Schon im ersten Spiel habe ich teilweise in den Foren, sozialen Netzwerken gesehen, hey, der taugt aber. Ne? Im zweiten Spiel war es ein bisschen kritischer, aber das hat natürlich auch mit diesem Wahnsinnsdruck zu tun, in dieses Stadion reinzukommen und dann auch gegen Düsseldorf. Wer hat dir geholfen am meisten? Alle oder gibt es bestimmte Personen? Ja, also zunächst einmal, als ich das erste Mal da mittrainieren durfte, waren alle Spieler echt freundlich. Da war keiner, der mich irgendwie angemeckert hat, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe oder so. Dann die jüngeren Spieler, Timo Horn oder Jonas Hector, haben mir direkt genommen und gesagt, hier läuft das so und so, hier kannst du noch ein bisschen dran arbeiten oder so. Oder auch die erfahrenen Spieler wie Bretschko und McKenna haben mir wirklich viele Tipps gegeben, wie sie das auch in meiner Situation damals gelöst hätten. Und ich habe ja keinen Berater, aber mit Stefan Engels, dadurch, dass ich seinen Sohn sehr gut kenne, habe ich da auch jemanden an der Seite, der mich schon seit der U15 da gefördert hat und auch mich jetzt kennt, wie ich ticke, und der mir dann auch Ratschläge gegeben hat, wie ich das jetzt am besten lösen sollte. Und natürlich der Trainer, der mir dann von Anfang an das Vertrauen geschenkt hat, weil als ich da wirklich das erste Mal mittrainiert habe, habe ich mir erstmal so als Ziel gesetzt, über Kurzeinsätze mich zu empfehlen oder so und nicht wirklich direkt von Anfang an so oft zu spielen. Und deswegen bin ich dem Trainer auch sehr dankbar, dass ich so viele Einsätze bekommen habe. Man muss ja sagen, der kommt hierher, ist neuer Trainer und bringt dich im ersten Spiel. Also wird er auch im Vertrauen, ist als neuer Trainer, wenn er jetzt in die Hose geht, ist er ja direkt. Also dann zeigt er keiner auf dich, sondern, also da muss man schon sagen, und dann kam ja dieser kleine Durchhänger, na, das hat vorher keiner, also kaum einer gemacht, dann kam dieser kleine Durchhänger mit Düsseldorf, aber dann auch, ich glaube dann spätestens mit diesem Mainz-Spiel, wo du dann reinkamst und dann, das kamst du rein oder hast du gespielt? Gegen Düsseldorf lief es halt für mich nicht so gut, dann hat er mich rausgenommen, erstmal aus der Schusslinie genommen, 2 Spiele und das war auch gut, dass ich mir wieder Selbstvertrauen holen konnte im Training und das Wichtige war dann, dass er mich trotzdem jetzt nicht losgelassen hat, sondern dann erstmal in der Halbzeit gegen Sandhausen eingewechselt hat, dann in Fürth und dann gegen Aue durfte ich wieder von Anfang an spielen. Und dass ich dann da direkt das Tor mache, war dann auch für mich so vom Selbstvertrauen her ein Zeichen, dass ich in der Liga schon bestehen kann und
dass ich da schon richtig aufgehoben bin. Für mich war das übrigens der Start. Ne? Also sein Tor in der zweiten Minute war der Start des Laufs, also wo es dann richtig losging. Also wo der FC dann, also ich meine, also ganz entscheidendes Tor, klar. Aber nee, mal ernsthaft, ich meine, da muss man dem FC-Fan doch das Herz im Leibe lachen, weil all die letzten Jahre haben wir auch hier an diesem Stammtisch in den letzten 120 Sendungen, mindestens 90 Sendungen gefordert, die Jugend muss mehr rangenommen werden. Und das hat jetzt geklappt. Also da kann man nur sagen, der FC hat dann auch mal was richtig gemacht. Das wurde mir oft vorgeworfen. Ich finde, dass der Stöger sehr gute Arbeit macht. Und natürlich auch, wollen wir den Schwartke nicht vergessen, dass der so auch perfekt hinter dem Verein stehen lässt. Und die Jugend gehört gefördert. Definitiv. Und ich habe das klasse gefunden, wo er einen Janik gebracht hat und der Peschko oder Jajalo sitzen auf der Bank draußen. Also das war für mich Weltklasse als Trainer. Wenn man ehrlich ist, hat es ja schon letztes Jahr angefangen mit der Entscheidung Timo Horn. Dann, ist ja auch keine einfache Jonas zu sagen. Ich lasse einen Jungen da im Tor stehen. Jonas Hector kam dann dazu. Ja. Also diese Entwicklung geht ja seit Jakobs und Schäfer damals das gemacht haben und im Grunde jetzt nahtlos ineinander über halt irgendwie. Und, aber wichtig, dafür, um so einen Weg zu gehen, brauchst du aber auch die jungen Leute, die das können. Ne? Also da hat man halt jetzt das Glück, dass man so ein paar gute Jungs hat. Die Frage nochmal bezüglich des Gefühls. Ich meine, die 5 Minuten, bevor es dann rausgeht ins Stadion. Ich denke, das ist dann Köln dann doch mal noch eine Spur anders als in anderen Stadien. Wie empfindest du das? Ja, also man spielt natürlich immer am liebsten vor eigener Kulisse, wenn dann das Stadion noch ausverkauft ist. Jetzt zum Beispiel gegen Paderborn kommen an einem Sonntagmittag 48.100 Zuschauer. Das in der ersten Liga nicht mal, da sieht man, dass das so viele Zuschauer kommen. Da müssen manche schon Wuppertaler Schwebebahn bekleben. Aber auch nur, weil es in Kairo keine gibt. Ja. Und von daher, wenn man da einläuft, dann kommt die Hymne, die man früher auf der Tribüne selber mitgesungen hat. Die Zuschauer rufen deinen eigenen Namen. Das habe ich so immer, davon habe ich mein ganzes Leben geträumt. Und dass ich da jetzt so meinen Traum leben darf, macht mich einfach unglaublich glücklich. PlayStation in echt. Also in dem Fall das reale Leben. Ja. Freuen wir uns drüber und hoffen, dass wir noch weiter viel Spaß an dir haben. Bisher hast du schon viel Spaß bereitet. Ja. Damit gehen wir in die nächste Pause und werden dann anschließend noch ein bisschen über Sandhausen sprechen, weil das ist ja ein wichtiges Spiel, das sollte man nicht außer Acht lassen. Also, wir sehen uns gleich. Willkommen zurück beim FC Stammtisch. So, in der Pause haben wir uns schon überlegt, wie es denn hier weitergehen kann. Und wir haben ein paar Fragen eingesammelt, und zwar aus dem Publikum. Die sollten wir auf jeden Fall an den Jannik noch stellen, bevor wir uns dann gleich noch über Sandhausen unterhalten und wie wir denn da unseren Dreier holen. Ein paar Fragen sind ganz witzig, ein paar sind auch ernst. Eigentlich alle ernst. Ich fange mal mit der ernstesten an. Der Wunschgegner fürs Champions League-Finale 2016. Ja, können wir gerne gegen Real Madrid spielen. Okay, kein Problem, Real Madrid. Ist damit abgehakt. Dann ist die andere Frage auch eigentlich schon beantwortet. Wann spielt ihr denn mal mittwochsabend? Ja, ist also, ja dann in der Saison. Die ist dann damit drin, in dieser Saison, ja, alles klar. Jetzt mal eine ernsthafte Frage, obwohl eigentlich sind die auch recht ernst. Also, nein, warum schafft es die Mannschaft nicht, tiefstehende Gegner auszuhebeln? Das ist ja nicht das erste Mal vorgekommen. Ist ja nicht unberechtigt, die Frage. Also, zunächst einmal dadurch, dass wir momentan Tabellenführer sind, werden die meisten Gegner gegen uns immer tief stehen und sich hinten reinstellen. Das ist ja in der ersten Liga bei Bayern das Gleiche, aber da können wir uns die Bayern noch als Vorbild nehmen, weil die halt irgendwie immer fußballerische Mittel finden, da Lücken zu finden. Und für uns gilt es einfach, wir sind fußballerisch auf jeden Fall schon sehr gut, aber wir müssen gegen Tiefstehende einfach noch mehr Bewegung in der Offensive schaffen, dass wir Lücken schaffen und dann in diese Lücken dann den finalen Pass mal reinspielen. Und das ist auf jeden Fall sehr schwierig, weil wir wissen auch, dass die Gegner uns das Leben immer so schwer wie möglich machen wollen, dann nur auf Konter spielen. Und es macht nicht so viel Spaß, wie gegen eine Mannschaft zu spielen, die uns einen offenen Schlagabtausch liefert. Aber natürlich ist es das gute Recht dieser Mannschaften und wir müssen auf jeden Fall dann auch kontinuierlich Dominanz ausstrahlen und auch die nötige Geduld aufbringen, dass wir auch mal in der 80. Minute dann wie gegen Bielefeld erst das Tor machen und
Ja. Kein Problem, in der ersten Liga wird das einfacher. Im Prinzip hast du ja schon fast Sandhausen damit auch ein bisschen, weil die werden ja auch nicht mit Mann und Maus stürmen, machen wir aber gleich nochmal zentral. Es gibt noch eine Frage, du hast ja auch lange mit Mitchell Weiser zusammengespielt. Er war ja praktisch dein, ja, ihr seid in einer Altersstufe, ja. Auch damals Meister geworden mit der U17, glaube ich. Sind immer noch gute Freunde. Warum konnte man den nicht halten? Hast du das Gefühl, da ist nicht genug getan worden oder wollte der Mitchell einfach sich verändern? Naja, also man muss zwei Dinge beachten. Zum einen hat er ein Angebot vom FC Bayern München bekommen. Das sind in Deutschland oder auch momentan auf der Welt einer der besten Vereine. Und auf der anderen Seite war das ja in der Abstiegssaison. Man wusste nicht, wie es mit dem FC weiterging. Es gab keine Führung, keinen Trainer und keine Ahnung. Ich habe jetzt auch noch nicht mit ihm wirklich darüber geredet, weil wenn wir uns so treffen, dann lassen wir den Fußball mal außen vor. Und er hat sich einfach dafür entschieden, das muss man respektieren. Er geht seinen Weg. Und ich wünsche ihm trotzdem, dass er den Sprung auch, also dass er sich durchsetzen wird. Es ist natürlich schwieriger, aber für mich ist das natürlich, also es ist seine Entscheidung gewesen. Und bei mir war es ja dann eine andere Situation, weil der Umbruch schon ein Jahr vonstatten ging sozusagen und ich da mir die Entscheidung dann auch leichter fiel, hier zu bleiben. Wo ist die Schmerzgrenze, den FC zu verlassen? Es muss nicht immer Bayern sein, steht hier noch in Klammern. Gibt es da für dich eine Schmerzgrenze? Also diese Frage finde ich ist sehr schwer zu beantworten. Also ich bin jemand, der immer sich kleinere Ziele setzt und von Schritt zu Schritt denkt. Für mich war es jetzt einfach wichtig, den Sprung zu einem Profi zu schaffen. Und momentan sehe ich mich gar nicht irgendwie in der Lage, beim Top-Club zu spielen, weil ich noch gar nicht so weit bin. Von daher. Du bist bei einem Top-Club. Ja. Von daher muss ich immer gucken, was für mich sportlich jetzt am besten ist. Und wie ich das eben schon erklärt habe, bin ich froh, dass ich so viele Einsatzzeiten hier schon habe. Und wir haben ein riesen Ziel vor Augen. Wir wollen in die erste Liga und da habe ich auf jeden Fall noch genug Arbeit mit dem FC vor mir. Wie viel Geld muss Gladbach für dich auf den Tisch legen? Stellt eine so blöde Frage. Würde mich interessieren. Nee, nicht, ne? Ich würde für kein Geld. Kein Geld? Denke ich. Man muss kann halt das nochmal wiederholen? Also man muss halt auch wissen, wo man herkommt und als FC-Spieler, denke ich, kann man nicht zu diesem Verein wechseln. Wer ist der lustigste Teamkollege? Ja, also du hast ja eben schon das Video angesprochen von diesem FIFA-Spiel, das wir da in Belek gemacht haben und da hat man schon gemerkt, dass der Maurice Exager verrückt ist und immer einen guten Spruch auf Lager hat und ist auf jeden Fall sehr lustig. Ja, und den müsste man echt mal hier einladen. Ja. Also, schöne Grüße. Die Einladung steht hiermit. Also vor Zeugen ausgesprochen. Wie gesagt, wir können dann anschließend vielleicht noch ein paar weitere Fragen verlesen, sollten aber jetzt noch mal zurück zum nächsten Spiel kommen. Sandhausen, wir haben es eben schon besprochen, bei aller, ja, ne, wir sind heute mal lustig hier und freuen uns darüber, dass Jannik heute hier ist, aber das ist ein scheiß schweres Spiel. Sandhausen, es wurde eben schon gesagt, in der Heimtabelle noch vor dem FC, Dritter. Ja, okay. Letzten 6 Spiele, 4 Spiele gewonnen, 2 auch verloren, aber das macht Mut. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch wieder einer, wie ich eben schon sagte, der nicht mit Mann und Maus stürmen wird. Was erwartest du vom FC jetzt? Das ist natürlich eine kuriose Truppe da, diese Sandhausener, weil die waren ja im Grunde abgestiegen. Waren weg, ja. Und mussten innerhalb von 3 Wochen deine Mannschaft zusammenwürfeln und spielen jetzt so eine Saison, wo du sagst, gibt's ja eigentlich gar nicht. Wenn die noch 1-2 Spiele gewinnen, dann stuppern die ja auch plötzlich oben dran. Ne? Also das ist halt. Deshalb muss man da mit einer gehörigen Portion Respekt rangehen, wobei ich halt auch sage, der FC darf auch nicht mit zu viel Respekt rangehen, sondern muss halt sagen, euch bleibt ja nicht viel übrig, als das Spiel zu machen. Die werden sich auch hinten reinstellen, die werden auch clever spielen und ihr müsst halt irgendwie versuchen, die Räume zu finden halt. Ne? Und das war letztes Jahr schon ein grausames Drecksspiel in Sandhausen, das war ganz schlimm und das wird am Sonntag, glaube ich, nicht viel besser werden, wenn dem FC kein frühes Tor gelingt. Und deshalb hast du genau recht, ihr müsst halt die Geduld haben. Ihr dürft euch keins fangen. Und
dann muss halt irgendwann mal ein Strahl sitzen und gut ist. Und wenn du damit 1-0 nach Hause fährst, dann schlag drei Kreuz und fahr nach Hause mit den drei Punkten, weil das reicht dann auch. Kleiner Tipp, ja. Einfach in der zweiten Minute wieder ein Tor. Ne? Also, ja. Das hört sich immer so einfach an. Klaus, ich meine, klar, es gibt ja auch personell auf jeden Fall Veränderungen. Das geht ja gar nicht anders, weil zwei Spieler gesperrt sind. Bei Miso weiß man noch nicht, wie es mit ihm klappt. Hast du was gehört? Naja, das wird man jetzt erst in der Woche sehen. Okay. Er macht ja Individualtraining. Und das ich hoffe, dass das 400 Jahre und das Thema ausfällt. Ja. Das scheint wohl recht optimistisch zu sein. Das ist hart im Nehmen. Das hat uns ja auch schon oft gut geholfen. Klaus, was erwartest du denn jetzt für eine Mannschaft? Also, was denkst du, wer kommen wird? Du bist jetzt mal ein bisschen Trainer. Am Stammtisch darf man das. Also ich würde auf keinen Fall mit einer Doppelspitze spielen. Nein, würde ich nicht. Okay. Ich würde also den Brett Finne bringen und meines Erachtens den Ucha mit dazu. Weil ich glaube, dass der Helmer auch ein bisschen ein Problem hat. Mit seinen Knochen oder irgend sowas und ich würde den einmal draus lassen. Würdest du mal raus und mal eine kleine Pause? Definitiv. Okay. Ja, hast du das Gefühl, er ist noch nicht fit? Ich meine, er war ja auch in der Winterpause nicht hundertprozentig dabei. Du musst auf jeden Fall in Sandhausen, musst dann meines Erachtens einen klaren Dreier machen. Okay. Ohne Wenn und ohne Aber. Nicht irgendwie Respekt haben bei der Mannschaft, die muss man weg da. Peschko, Lehmann ist ja praktisch sein Spannmann, also da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja. Lehmann fällt aus. Matuschik? Eventuell, ja. Alternative, Matuschik? Erste, definitiv. Ja. Der wird wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich. Die Frage ist in der Tat, wie du es vorne machst, weil dadurch, dass Peschko ausfällt, Bröki weiß ich noch nicht, der war heute schon immer noch krank, der soll morgen einsteigen. Achso, der ist auch noch krank. Der wäre eigentlich so... der wäre in der Halbzeit gekommen normalerweise, wenn er gesund gewesen wäre. Am Sonntag gehe ich mal davon aus, dass er ganz gut trainiert hat im Trainingstag. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja ähnlich. Oder so, ne? Und deshalb, ich finde auch, du brauchst eigentlich Halfer auf der 10, damit er die Räume schafft. Und dann brauchst du halt rechts und links zwei Schnelle, die halt räumen, die halt auch ein bisschen was aufreißen und dann vorne einen drin. Das hat jetzt... Das ist halt eine Gefühlssache, aber der hat in der ersten Halbzeit 14 Ballkontakte gehabt, weil er auch falsch gelaufen ist. Also das muss der Trainer letztlich entscheiden, aber ich würde in Sandhausen auch zu einer Spitze tendieren, aber wie würdest du aufstellen? Du stellst dich auf. Jetzt bin ich gespannt, das muss der Trainer entscheiden. Ja, für mich gilt es einfach nur, mich selber zu empfehlen und ich bin jetzt auch gefragt, ich habe kein gutes Spiel gemacht, von daher ist diese Woche auf jeden Fall auch sehr wichtig für mich persönlich und wie wir dann spielen, das ist dann auch egal. Ich sag mal, wenn du denn mitspielst, wird ja der Matze fehlen. Also Matze Lehmann, muss man auch dazu sagen, der hat ja wirklich eine Wandlung gemacht. Also viele behaupten ja, es wäre der Zwillingsbruder oder wie auch immer. Wer hat hier auch teilweise schon herbe Kritik einstecken müssen, nicht nur von Fans, auch von... Und der hat mit Achillessehnenentzündung gespielt hat. Absolut. Aber er ist natürlich auch dementsprechend hier dann auch gewürdigt worden für seine Wiederauferstehung, muss man fast schon sagen. Manche sagen schon, das hättest du auch ein bisschen daran mitgeholfen. Wie empfindest du das Zusammenspiel mit ihm und kannst du dir vorstellen, jetzt nochmal mit einem anderen zu spielen, mit Adam? Also zum einen hat mir Matthias Lehmann sehr geholfen, weil er halt schon sehr erfahren war. Er hat auch schon... da ist ein Lehmann-Fan hier, genau. Er weiß halt auch so, wie das Fußballgeschäft läuft. Er weiß, dass es mal negative Zeiten gibt, aber auch, dass man positive Zeiten erleben kann. Und von daher ist der Einstieg mir sehr leicht gefallen. Er hält mir hinten meistens den Rücken frei, coacht mich sehr viel, sagt mir, wo ich hinlaufen muss. Und von daher ist das auf jeden Fall eine riesige Hilfe für mich. Aber jetzt fehlt er natürlich. Und wenn ich spielen sollte, kann ich mit mehreren Spielern spielen. Adam habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis zu. Von daher, der hat ja auch in Mainz und in Hamburg sehr gute Spiele gemacht. Von daher, der ist auch immer top eingestellt. Und von daher denke ich, da wird auf keinen Fall ein Qualitätsverlust zu sehen sein. Das hat Stöger ja auch, Alex, angekündigt. Sagen wir mal so, er hat ja doch nach der Niederlage doch ein bisschen, ich will nicht sagen angefressen reagiert. Er hat schon gesagt, das kann sein, dass es auch mal personell ein paar ganz andere Leute da auf dem Platz stehen. Kann es auch ganz andere Überraschungen geben, mit denen wir jetzt gar nicht rechnen? Rechnest du so ein bisschen mit einer ganz kleinen... Er ist ja dafür gut, muss man ja sagen, was er eben selber gesagt hat. Ja, er entscheidet oft mutig. Also bei ihm hat er mutig entschieden. Er hat mit diesen Doppelwechseln gegen Düsseldorf hat er zum Beispiel das Spiel gedreht. Dieses Mal hat er mit dem Doppelwechsel jetzt nicht so viel Erfolg gehabt. Aber es kann natürlich viel ins Rutschen kommen, wenn Pretschko ausfallen sollte. Dann muss Risse rechter Verteidiger spielen, dann
wird ziemlich durchgemischt. Dann kann sein, dass Nagasawa vor ihm wieder spielt, wie jetzt letzte Woche, also am Sonntag. Oder halt Ex-Lager über rechts kommt. Ne? Also da kann schon einiges passieren. Wobei der an seinem... Ich glaube nicht, dass er jetzt anfängt und nach einem Spiel alles über den Haufen wirft. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwer, der jetzt da zur Halbzeit raus ist, wie Yannick oder wie Toni, dass die jetzt erstmal raus sind. Hat er ja auch nachher gesagt, ich hätte alle anderen auch auswechseln können. Ja. Sondern dass er vielleicht im System was tut. Wie gesagt, ein Stürmer, das ist durchaus wahrscheinlich. Also und dadurch wird sich natürlich was verändern, aber an dieser Grund 14, 15, die er hatte, plus die beiden Neuen, die jetzt irgendwie drin sind, wird sich auch nichts großartig ändern. Da wird sich auch, meinst du, nichts großartig ändern. Wir werden es sehen. Also du hast Helmes schon gesagt, würdest du das bestätigen oder meinst du, dass er zu wichtig ist? Er hat nun mal einige Einheiten in der Vorbereitung nicht mitmachen können und er hat die ganze Zeit Schmerzen gehabt und jetzt sah das aber in der Woche vorher, muss man auch, du warst mit ihm im Training, der hat ja alles getroffen teilweise. Ja. Du hast ja wirklich gedacht, du musstest den auch spielen lassen. Das war auch die richtige Entscheidung, weil jetzt einfach, wenn du die Trainingseinheiten gesehen hast, der hat jeden Schuss reingemacht. Ne? Und das war auch nicht zu erwarten, dass er dann Sonntag so spielt, wie er gespielt hat. Von daher, wie gesagt, Pech, Uca und Helmes, ist Gefühlssache halt. Ne? Also ich glaube, Körpersprache, Tagesform, Trainingseindrücke, da musste der Trainer entscheiden. Und das kann nur einer richtig beurteilen, das ist natürlich der Trainer und sein Trainerteam. Ja, dann machen wir doch zum Schluss noch einfach mal eine Tipprunde. Klaus, bei dir fange ich an. Du bist jetzt gefordert und ich werde das auch sehr genau nachprüfen. Also, ne, das wird also hinterher... Ich fahre ja nach Sandhausen am Sonntag. Ja, du fährst doch. Ich fahre um 6 Uhr los. Du warst bei allen Spielen bisher, ne? Bis jetzt war ich bei jedem Spiel, also heim, auswärts und ja, ich bin sehr zuversichtlich mit Tipp 1-4. 1-4. Also, er wäre die vorsichtige Variante. Ja, ein Spitzenreiter. Ja. Hallo. Ja, hey. Mein Gott. Ne? Ja, Sandhausen. Hallo, liegt bei Mannheim. Ja. Vierte Gute. Dann wollen wir natürlich den Alex noch fragen. Wenn du da 1-0 gewinnst, sage ich, ist alles gut. Und deshalb tippe ich das mal. Weil ich halte es auch nicht ausgeschossen, dass es ein dreckiges 0-0 wird, aber... Ich hoffe und tippe das 1-0. Ein 1-0. Wir werden es festhalten. Wie gesagt, nächste Woche auf Facebook komplett veröffentlicht, wer denn da versagt hat oder wer es voll getroffen hat. Ja, Yannick, ich weiß nicht, ob ihr tippen dürft oder zumindest Tendenz. Also ich werde einfach denke, wir gewinnen, oder? Ja, ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Es kommt auch auf den Spielverlauf an. Wenn wir ein frühes Tor machen, hat man immer in der Saison gesehen, dass wir dann auch in der Lage sind, höher zu gewinnen. Aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird. Wir nur Geduld aufbringen müssen und von daher würde ich auch sagen, dass uns ein 1-0 da reicht. Okay. Wen glaubst du denn eigentlich, um mal noch so eine... sind doch einige da in diesem Balk zwischen 2 und 7, 8. Wer sind denn eure härtesten Konkurrenten da jetzt in der restlichen Runde? Ja, also in der zweiten Liga, das ist wirklich sehr ausgeglichen. Das hat man jetzt auch gesehen, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Und mit Kaiserslautern, denke ich, kommt der schärfste Konkurrent. Also die sind auch so in der Lage, mal mehrere Spiele am Stück zu gewinnen. Aber es gibt auch sehr viele Überraschungskandidaten, von daher weiß ich jetzt nicht, auf wen ich mich da festlegen soll. Wir werden es sehen und wir haben es, wie gesagt, jetzt notiert wir sind eigentlich für heute durch. Vielleicht noch eine Sache, die Gaffel hat ja mit dem FC einen neuen Vertrag und wir sind ja hier im Gaffel am Dom, also in absehbarer Zeit werden wir uns wahrscheinlich hier weiter festsetzen, ist ja schon mal nicht schlecht. Und der nächste Stammtisch findet in 14 Tagen bereits wieder statt und dann werden wir im Fassbierkeller sein, das wird dann am 25.09. der Fall sein. Einige Leute... 25.02. natürlich. Und da ist auch die FC-Sitzung, aber ist ja kein Problem, die kommen doch alle hierher. Also, in diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen und vielen Dank an alle Beteiligten hier. Dankeschön.